So, ich bin arbeitssuchend, daher lese ich das Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung aus dem Schattauer Verlag. Ich bin angekommen bei Epidemiologie und Verlauf antisozialer Persönlichkeitsstörungen. Das Kapitel ist geschrieben worden von Michael H. Stone, Mushy Michael von der Park Avenue, New York. Ich bin angekommen im Abschnitt Psychopathie. Psychopathie ist keine Krankheit, es ist ein, wie hat er das genannt, Konstrukt, glaube ich. Ja, Kernmal des Psychopathie-Konstrukts. Es ist ein Konstrukt. Es ist wenig seriös, so zu diagnostizieren und diese Psychopathie-Kriterien sind relativ schwach. Ich mag sowas auch nicht. Es gibt ein diagnostisches und statistisches Manual psychische Störungen von der American Psychiatric Association. In deutscher Übersetzung vom WHO. Ups, einmal das Mikrofon geschlagen. Wie heißt der Verlag? Hogrefe 2015 rausgekommen. Aus Göttingen kommt der. Da stehen Krankheitsbilder drin. Ich weiß nicht, warum die so breit mit Psychopathie argumentiert wird. So, ich bin. So, es geht um eine Tabelle. Die befindet sich auf der Seite 28 und ich mache mal gerade die Uhr an, damit es hier nicht zu lange wird. So viel Platz ist auch nicht mehr auf der Speicherkarte. Das Hochladen dauert relativ lange. So. Passend zu meiner Arbeitslosigkeit oder Arbeitssuche habe ich hier eine GEW-Taste. Passt auch zum Thema antisoziale Persönlichkeitsstörung. So. Interessant ist, dass hier davon geredet wird, zum Beispiel, dass dieses Konstrukt klinisch relevant ist. Weiß ich nicht, ich arbeite in keiner Klinik als Psychiater, ich will das auch nicht. Die vier Unterteilungen der Tabelle werden nicht allen klinisch relevanten Variationen gerecht. Unter den gewalttätigen Psychopathen etwa finden sich ebenfalls bösartige und gefühllose Persönlichkeiten, die man aufgrund ihrer Distanziertheit auch als Schizoid bezeichnen könnte. Schizoid, habe ich nachgeguckt, ist eine Krankheit aus dem diagnostischen und statistischen Manual psychischer Störungen. Von den sexuellen Serienmördern, die ich untersucht habe, hatten ungefähr die Hälfte, 88 von 169 bzw. 52%, eine schizoide Persönlichkeit. Wir wissen nicht, wie viele von ihnen in jungen Jahren als bösartig und gefühllos bezeichnet worden wären. Gewalt führt zu einer deutlichen Verkürzung der Lebenszeit. Von den 130 Serienmördern meiner Studie starben 52. Das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt ihres Todes betrug 46 Jahre. Unter den sadistischen Psychopathen am extremen Rand des psychopathischen Spektrums finden sich Serienmörder, die ihre Opfer auch gequält haben. 104 von 169 bzw. 61,5%. In 64 Fällen, das sind 37%, war dies extreme
waren dies extreme Formen der Folter. Manche Psychopathen quälen, sind aber keine Serienmörder. Von den 730 bekannten Mördern, deren Biografien ich über meine Übersichtsarbeit durchgesehen habe, gab es 25, 20 Männer, 5 Frauen, allesamt Psychopathen, die ihre Opfer gequält haben, aber keine Serienmörder waren. Im Gegensatz zu antisozialen Persönlichkeiten, die nicht zeitgleich die Kriterien für Psychopathie erfüllen, von denen einige am einem verhaltensmodifizierenden Behandlungsansatz zugänglich sind, Im Gegensatz zu antisozialen Persönlichkeiten, die nicht zeitgleich die Kriterien für Psychopathie erfüllen, von denen einige einem verhaltensmodifizierenden Behandlungsansatz zugänglich sind, während bei anderen die Antisozialität mit zunehmendem Alter zurückgeht, weisen Psychopathen spöttisch jedwede Vermutung weit von sich, dass etwas mit ihnen nicht stimmen könnte, und erweisen sich als völlig therapieresistent. Entsprechend hoch sind die Rückfallquoten unter Psychopathen nach Beendigung ihrer Haftstrafe. In einer Langzeitkatamnese, die die Rückfallquote entlassener Straftäter in einem Zeitraum von 12 Jahren untersuchte, waren rund 70% der entlassenen Häftlinge mit einem Psychopathie-Checklist-Score von 30 oder mehr und somit der Diagnose Psychopathie in diesem Zeitraum rückfällig geworden. Ich sag's direkt, das ist keine Diagnose, weil das keine Krankheit ist. Muschi Michael, lass sowas. Bei Straftätern, die mit einem Psychopathie-Checklist-Score zwischen 20 und 30 lediglich psychopathische Züge aufwiesen, war dieser Prozentsatz in etwa gleich groß. In der Gruppe von Straftätern unter einem Psychopathie-Checklist-Wert von 20 betrug die Rückfallquote hingegen nur 30%. Dolan und Coit zitieren eine Reihe von Studien, die von Rückfallquoten von bis zu 88% nach einem Zeitraum von 2 oder mehr Jahren sprechen, wobei die Rückfallquote bei aggressiven Psychopathen höher war als bei nicht aggressiven. Psychopathen neigen ganz allgemein zu höherer Gewalttätigkeit als andere Kriminelle, obwohl die erfolgreicheren unter ihnen, das heißt diejenigen, die weniger oft festgenommen werden, eine bessere Funktion des präfrontalen Kortex aufweisen. Mit anderen Worten, sie sind kugler, weniger impulsiv und dadurch effektiver in der Planung und Vertuschung ihrer kriminellen Aktivitäten. Hallo Muschel, Michael. Mehrere Autoren vertreten eine Theorie der Psychopathie, die nicht nur von einer genetischen bzw. konstitutionellen Prädisposition ausgeht, sondern auch den Einfluss postnataler Faktoren impliziert, welche jene Entgleisung der Persönlichkeit in Gang setzen, die wir Psychopathie nennen. Menschen, Männer öfter als Frauen, hallo Muschi Maike, die in katastrophalen Familienverhältnissen aufwachsen und dem ganzen Spektrum an mütterlicher Vernachlässigung
elterlicher Brutalität, Demütigung, sexuellen Missbrauch sowie Ablehnung und Verhöhnung durch Gleichaltrige ausgesetzt sind, enden womöglich als sekundäre Psychopathen. So als sei die psychopathische Verirrung der Persönlichkeit allein eine Folge postnataler Einflüsse. Zu gut Deutsch, ihr werdet alle krank geboren von euren Müttern. Habe ich schon mal gesagt, dass ich den Typen so dermaßen daneben finde? Zeig mir deine Eltern und ich weiß, was für ein Mensch du bist. Doch die Lebensgeschichte zahlreicher gewalttätiger Psychopathen ist voller negativer Einflussfaktoren, welche bereits in frühester Kindheit zum Tragen kommen und miteinander interagieren, sodass die genaue Differenzierung zwischen primär genetisch und sekundär umweltbedingt zu einfach ist und in die Irre führt. Mushi Michael hat den Durchblick. Fallballspiel. Im Leben des Arthur Sharecrows kamen alle nur erdenklichen negativen Einflussfaktoren zusammen. Psychische Erkrankungen in der Familie, Frühgeburt, niedriger IQ, Abwesenheit des Vaters, Brutalität der Mutter, die ihm zum Beispiel drohte, den Penis abzuschneiden, wenn er nicht aufhörte zu masturbieren, Inzest mit seiner Tante, Schulversagen, häufige Blackouts, Albträume und Halluzinationen, Wutausbrüche, Schlägereien und Übergriffe in der Schule, Ablehnung durch Gleichaltrige als seltsam und launisch, Trias von Einnässen, Brandstiftung und Tierquälerei, mindestens 6 Körperverletzungen mit anschließender Bewusstlosigkeit in der Jugend, multiple Paraphilien, Zoophilie, Pädophilie mit Mord, Kannibalismus, schließlich die Vergewaltigung und der Mord eines Jungen und eines Mädchens sowie der Serienmord an 11 Prostituierten. Shawcross wurde als unheilbarer Psychopath weggesperrt. So. In solch einem Fall ist keine sinnvolle Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Psychopathie möglich. Wir können seine extreme Gewalt nicht einmal der Gewalt zuschreiben, die ihm in seiner eigenen Kindheit angetan worden war. Da viele gewalttätige Psychopathen aus völlig normalen Familien stammen und viele Menschen, die einer eben solchen oder noch schlimmeren Brutalität ausgesetzt sind, nicht wie Shaw sich zu vorbildhaften Bürgern entwickeln. Aha. Aber du hast doch eben der primären, der genetischen, dem genetischen Einfluss so das Wort geredet, Mushi Michael. Warum? Irgendwie verstehe ich deinen Aufsatz nicht. Ich bin da zu doof zu. Fallbeispiel. Der Typ ist so daneben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dave Pelzer, ich weiß auch nie, wie man so eine Scheiße publizieren kann, wurde von seiner alkoholkranken und emotional instabilen Mutter brutal misshandelt und fast dem Hungertod ausgeliefert. Und doch ist es ihm gelungen, als Mitglied der US-Luftwaffe und später als begnadeter Redner, der 1993 zu einem der 10 herausragenden jungen Amerikanern gewählt wurde, zu überleben und über seine Herkunft zu triumphieren. Ach, noch ein Beispiel dafür, dass... Sag mal gerade, was da geschrieben wird.
so, als sei die psychopathische Verirrung der Persönlichkeit allein eine Folge postnataler Einflüsse. Da sagt er gerade, es kommt vor allem auf die Gene an. Ich unterstreiche mir das mal gerade. Der Typ ist so scheiße und daneben, das kann man sich gar nicht. Steht auf Seite 29, zweite Spalte unten. Auf der anderen Seite gibt es gewalttätige Psychopathen unter den Serienmördern, deren Vorgeschichte weder von Scheidung der Eltern noch elterlicher Brutalität, Demütigung, Kopfverletzungen und sozialer Ablehnung gekennzeichnet ist, sodass der Eindruck entsteht, allein genetisch bzw. konstitutionelle Faktoren seien für ihre Psychopathie verantwortlich. Beispiele dieser Art wurden oft abwertend als böse Saat bezeichnet. Einige wurden als Kinder adoptiert und mit offenen Armen in ihre neue Familie aufgenommen, was den Schluss zulässt, dass sie die negativen Gene von ihren leiblichen Eltern geerbt haben. Ja, da geht's doch schon wieder los. David Berkowitz, Son of Sam, Gerald Steino sowie Ian Brady in England sind hierfür Beispiele. Larry Bittaker, bei dem ebenfalls keinerlei negative Umweltfaktoren zu erkennen waren und der einen Wert von 37 auf der Skala der Psychopathie-Checklist Revised erreichte, gilt ebenfalls als Beispiel für genuine Psychopathie, im Menschen eingeborene, das heißt genuin. Und ich sage es nochmal, das ist keine Krankheit. Ich weiß nicht, warum dem so viel Raum eingeräumt wird. Ich halte das für unseriös, über Psychopathie zu reden. Auf der Grundlage einer etwas anderen Taxonomie führt David Licken Antisozialität sowie den Mangel an adäquater Sozialisation, jetzt kommt ein Zitat, in erster Linie auf vernachlässigende und inkompetentes Verhalten der Eltern. Zitat Ende zurück. Er als Soziopathen bezeichnet, während er den Begriff Psychopathen denjenigen vorbehält, deren antisoziales Verhalten primär auf angeborene Merkmale zurückzuführen sei. So, ich gucke mal gerade nach, ob es Soziopathen gibt. Sozialverhalten und dann kommt schon spezifische Lernstörung. Sozio kommt nicht im Sachregister zu vor, dann ist Soziopathie auch keine Krankheit. Die
die er als Soziopathen bezeichnet, während er den Begriff Psychopathen denjenigen vorbehält, deren antisoziales Verhalten primär auf angeborene Merkmale zurückzuführen sei. Er erkennt an, dass es Schnittmengen gibt, in denen eine eindeutige Zuordnung entweder geboten scheint, während er Richard Davis, der ein kleines Mädchen entführte und tötete, in die Rubrik Soziopathie einordnete, weil das dessen Psychopathologie in erster Linie auf Umwelt zurückgehe. Macht gerade überhaupt keinen Sinn, was der hier schreibt. Davis war jedoch nicht nur gewalttätig gegenüber Menschen, er zündete auch Katzen und Hunde bei lebendigem Leib an, mit einem Lächeln auf dem Gesicht und ohne das leiseste Schuldgefühl. Wenn wir bedenken, dass in der Laienpresse mit dem Begriff Soziopath häufig kriminell, in meiner Meinung nach ist das ja Laienpresse, weil er kann sich nicht an Konventionen und Absprachen halten, wenn er Artikel in Fachbüchern, und das soll ja eins sein, veröffentlicht. Ich sag da wirklich nichts mehr. Ich sollte da doch noch was zu sagen, sonst kann man nicht oft genug darauf hinweisen. Wenn wir bedenken, dass in der Laienpresse mit dem Begriff Soziopath häufig Kriminelle beschrieben werden, die nicht gewalttätig sind und die hohen Werte auf der Skala der Psychopathie-Checklist Revised aufweisen, ich sage es nochmal, es ist keine Krankheit, Soziopathie auch nicht. Es ist hochgradig unseriös. So wird genau dieser Begriff einem Verbrecher wie Davis und seinen extrem gewalttätigen Neigungen nicht gerecht. Wie sich gezeigt hat, sind Prognose und weiterer Lebensverlauf gewalttätiger Straftäter sehr viel stärker abhängig von ihren typischen Verhaltensweisen als vom Gleichgewicht zwischen Anlage und Umwelt. Daher erscheint es sinnvoller, uns auf den Begriff Psychopathie zu beschränken, insbesondere wenn es um Fragen der prognostischen Einschätzung und des weiteren Lebensverlaufs geht. Auch wissenschaftlich und epidemiologisch gesehen ist es nützlicher, von Psychopathie zu sprechen, wenn Antisozialität mit hochgradig narzisstischer So, warum das wissenschaftlich ist, weiß ich nicht. Ich finde es gerade so dermaßen daneben, was das Arschloch schreibt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich lese es trotzdem vor. Auch wissenschaftlich und epidemiologisch gesehen ist es nützlich, von Psychopathie zu sprechen, wenn Antisozialität mit hochgradig narzisstischen und affektiven Auffälligkeiten einhergeht, die ja die Kernmerkmale der Psychopathie darstellen. In diesem Licht betrachtet sind die Serienmörder Richard Davis und Michael DeBarleben ebenso Psychopathen wie Larry Bittaker und Ted Bundy. Die einem völlig normalen familiären Hintergrund entstammten. Oder Shawcross, der in der schlechtesten aller Welten aufwachsen musste. Die Gewaltbiografien dieser Männer sowie deren weiterer ungünstiger biografischer Verlauf sind durchaus vergleichbar. Hallo Ted Bundy. Wenn wir Psychopathie als Gattung betrachten, eben was als Konstrukt, jetzt ist es eine Gattung, es ist auf jeden Fall wissenschaftlich und
epidemiologisch ist es nützlich. Der Typ ist so dermaßen scheiße, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie lange die Scheiße noch geht. Oh, ist noch eine ganze Zeit. Noch über 5 Seiten. Wenn wir Psychopathie als Gattung betrachten, so müssten wir eine wichtige, wenngleich eher seltene Spezies mit aufnehmen, nämlich den professionellen Auftragsmörder, der für kriminelle Organisationen, zum Beispiel die Mafia, arbeitet. Der sizilianische Begriff des Ehrenmannes bezog sich ursprünglich auf eine herrschende Klasse sizilianischer Männer, die die Gemeinschaft vor Fremdherrschaft zu schützen suchten. Diese Männer konnten rücksichtslos sein und Brutalität war ihnen nicht fremd, aber sie hielten sich strikt an einen Verhaltenskodex und waren außerordentlich loyal mit ihrer Gruppe. Deren Mitglieder die traditionellen sizilianischen Werte von Männlichkeit verkörperten: Stärke, Verschwiegenheit, Treue und Ehre. Hallo Muschi Michael. Nach dem Zweiten Weltkrieg vollzog sich innerhalb der Mafia ein grundlegender Wandel, als es viele ihrer Mitglieder in die Vereinigten Staaten verschlug, wo sich die Organisationen in einen Schlägertrupp verwandelte, der illegale Geschäfte machte mit Glücksspiel, Alkohol und Drogenhandel sowie Prostitution. Aktivitäten, von denen sich die wahren sizilianischen Mafiosi früherer Generation ferngehalten hatten. Als Mitglieder der Mafia musste man kein Sizilianer mehr sein. Viele Mafiosi, zum Beispiel die Eltern von Al Capone, kamen aus Neapel oder anderen süditalienischen Städten. Männer mit irischem, polnischem oder jüdischem Hintergrund wurden als Handlanger in die jeweilige Kernorganisation geholt. Psychopathie wurde zur Standardpersönlichkeitskonfiguration. Hallo Muschel, Michael. Allerdings handelte es sich um eine Art Psychopathie, bei der Männer nicht selten ein bürgerliches Leben führten, eine normale Tätigkeit ausübten, während sie ihren kriminellen, oft brutalen Machenschaften nachgingen, lange Zeit unbemerkt oder zumindest unentdeckt und sich gleichzeitig hingebungsvoll um ihre Familien kümmerten und großzügig zu ihren Nachbarn waren. Im Rahmen der unvermeidlichen Arbeitsteilung innerhalb dieser neuen Mafia war der Auftragskiller ein wichtiger Bestandteil. Fallbeispiel. Einer der bekanntesten, Richard Kulinski, entstammt einer polnisch-irischen Familie, wurde von Vater und Mutter gleichermaßen brutal misshandelt. Von der Mutter, um ihre streng religiösen Ansprüche durchzusetzen, vom Vater aus reiner Niedertracht. Der gleiche Vater hatte bereits einen anderen Sohn zu Tode geprügelt.
Wie im Falle von Arthur Shawcross waren es sowohl genetische als auch umweltbedingte Faktoren, die für Kolinskys psychopathische Entwicklung verantwortlich waren. Im Gegensatz zu Shawcross war Kolinsky jedoch in der Lage, ein Doppelleben zu führen. Das heißt, zu heiraten, drei Kinder großzuziehen und sich als junger Ehrenmann von seinen Mafia-Bossen für seine 100 oder 200 Auftragsmorde bewundern zu lassen. Seinen Spitznamen der Eismann verdankte er nicht seiner Eiseskälte, mit der er seine Opfer ins Jenseits beförderte, obwohl dieser Aspekt auch gegeben war, sondern weil er die Leichen einfror, um über den Zeitpunkt ihres Todes in die Irre zu führen. Die Morde selbst waren oft grausam. Auf die Bitte seines Bosses Carmine Genovese, ein bestimmtes Opfer leiden zu lassen, wofür er doppelt bezahlt wurde, hackte Kolinsky dem Mann erst jeden Finger einzeln ab, enthauptete ihn anschließend und präsentierte die Trophäen stolz seinem Auftraggeber, dessen Lob: "Sehr schön, gut gemacht, molto bravo", brachte ihm $10.000 ein und macht deutlich, wie hier zwei Psychopathen aufeinander trafen. So, das war's endgültig für heute. Die Speicherkarte ist auch voll, also fast voll. Tschüss.